wird dann gleich wieder auftauchen mit dem Kommando von New Kid in Town. Zweites Pferd ist innen Magic Sound, unverändertes Bild. Und so steuert das Feld dann jetzt auch schon die Zielgerade an. Special Effects weiterhin außen Dritter, dahinter Nadua. Und so geht es in die Zielgerade hinein auf die letzten 550 Meter. Vorne New Kid in Town, Magic Sound an der Innenseite ist ganz in der Nähe. Special Effects weiter außen, Nadua kommt näher. Aber vorne New Kid in Town, jetzt kommt der Angriff von Magic Sound. New Kid in Town, aber Andra Starke hat noch nicht alle Karten aufgedeckt. Der kann jetzt vorne nochmal zulegen. New Kid in Town wehrt den ersten Angriff von Magic Sound ab. Aber der kommt wieder, der lässt sich nach. Kid in Town, innen, außen, Magic Sound. New Kid in Town und Magic Sound. New Kid in Town und Magic Sound außen. Aber Magic Sound außen wird jetzt immer stärker. New Kid in Town gibt sie nicht geschlagen. Kommt innen wieder. New Kid in Town. New Kid in Town oder Magic Sound. New Kid in Town haucht in vor Magic Sound. Dritter war Vincero. Dahinter dann Naduan, Occasion, Brijorie, Märchen und schließlich Special Effects. Was für ein Endkampf. Warten wir auf die Bestätigung des Zielrichters. Aber ich würde sagen, hauchdünn New Kid in Town. Richterspruch im ersten Rennen, Preis vom Wirtshaus zur Rennbahn. Der Sieger ist die Programmnummer 1, New Kid in Town. Jetzt kriegen wir es auch noch schriftlich. Mit Andra Starke im Sattel. Auf dem zweiten Platz die 9, Magic Sound. Drittes Pferd war die 2, Vincero. Auf dem vierten Platz die 5, Nadua. Und fünftes Pferd war die 3, Occasion. Der Sieger New Kid in Town zahlt 2,10 Euro auf Sieg. Die Platzquoten 1 Euro, 1,30 Euro und 1 Euro und 10. Die Zweierwette 1 vor 9, 3,60 Euro. Und die Favoriten Dreierwette 1,92 zahlt 7,40 Euro.